Anrufung würde ich euch erhalten. Ich werde wahrscheinlich noch nicht bis spät in die Nacht machen können. Ne? Mein Sohnemann hier, der ist jetzt noch unten noch ein bisschen am Abchillen da mit der Freundin, mit der besseren Hälfte. Und ich habe dann immer nicht nach oben verdünniert. Ne? Ja, und dementsprechend mache ich jetzt hier noch ein bisschen vom Verkehr. Ich habe ja da nicht die richtige Hardware gehabt, ne? Also das war natürlich alles auf Breit in FM gesendet und das ist nicht so das Richtige für die Jungs da hinten mit ihren Schmalbandkisten. Ne? Und das hat natürlich am Anfang erstmal nur gescheppert, gebrüllt, gequietscht, gepfiffen und bis ich das erstmal das Gerät so eingestellt habe, dass die Kommunikation einwandfrei da ging, hat ein paar Minütchen gedauert und dann funktionierte das. Es ging nachher irgendwann mal, habe ich die Antenne so gedreht mit S2. Ich war auch so gut dran. Ich habe allerdings auch direkt einen Fehler an meinem Gerät festgestellt. Da ist ein Westernstecker dran, aber der scheint wohl irgendwie in Kontaktschwierigkeiten zu haben. Ich habe so komische Geräusche mal mitgebracht, keine Ahnung. Dann habe ich mal festgestellt, dass wenn ich den Stecker festhalte, diese Geräusche plötzlich weg sind. Ja, keine Ahnung. Ja, aber es hat geklappt. Wunderbar, ja. Ich so, wir haben uns jetzt schon mal wieder hier. Der Terrasse eigentlich alle Möglichkeiten. Ich kann also, wie gesagt, den richtigen aufstellen oder einen Rundstrahler, das geht. Das ist kein Problem bei der Höhe, die ich ja da habe. Ist ja gar kein Problem. Ist ja jetzt hier nicht so, dass ich hier irgendwo auf den Berg klettern muss oder was. Ich bin ja hier quasi auf dem Berg. Jo, ich guck mal weiter. Ich wollte hier nicht heute den Schriftschirm oder irgendwie die rote Kappe haben. Wenn alle am Zwischen bummeln, kann ich die Füße nicht stillhalten. Geht mir genauso. Niemals war da eine Break. Ich hab nichts gehört. Hyper. Nee, das reicht ja. Ja, das stimmt. Eine Höhe ist eigentlich doch alles, ne? Komm, jetzt machen wir Schwanzvergleich. Was hast du an Höhenmeter? Ja, das ist schon ein bisschen besser, die Ecke da hinten, ne? Ja, da fängt es also richtig Spaß an zu machen. Da kommst du aber schon mal gelegentlich über NRW hinaus. Das ist, glaube ich, hier ja, grenzwertig. Ja. Ja, geht auch. Also, je nachdem, wie die Bedingungen halt sind. Aber 260 ist ja auch nicht schlecht. In der Region, wo du hier bist, wo ich hier bin, meine ich, das ist aber auch mit 260 ganz schön Spaß haben. Aber ich krieg immer eine Radio 4, eine Radio 3. Jetzt habe ich mal einen, der mal rausschreit, Signal, glaube ich, von mir hat. Ist ja wirklich so schlimm mit dem Original, Mike. Ich muss wieder dieses MC6 bekommen, das will ich nicht. Ja,
Sehr gut. Ich habe mich gerade gewundert, da die Michaela aus Lese hat gerade Radio 2 gesagt irgendwie und kein S-Wert und sie stand bei mir S3 und Radio 5, also ja, die kriege ich regelmäßig so Werte. Das sind alles Freundschaftswerte anscheinend. Ja, da, hör mal, ohne Witz jetzt. Versuch denen das mal zu erklären, dass das irgendwie nicht ganz richtig ist, ey. Also, die Funktechnik, ja, die ist richtig, aber dass der andere das da unten versteht, ne? Da unten. Mich ruft gerade einer, glaube ich, der. Komm mal rein. Das ist der Rüdiger. Ich jetzt auch gerade, also ich höre nur im Hintergrund Gesumme da vom Feind, wie Schwarm. Bienen höre ich das, ja. Naja, dann einer mit der total daneben liegenden Frequenz. Gut, gut. Ja, den Rüdiger habe ich auch gehört. Grüß dich, Rüdiger. Torwarte und ja, aber das ist ja ein ganz schön schwaches Signal. Du musst immer hoch. Hallo, Micha. Ja, ja, man merkt das. So Signale kennt man ja nicht von der Worte. Wenn die da hochfahren, dann schippern die ja über das ganze NRW hier weg, ne? Und weiter hinaus noch. Gut, gut, bist aber hier in Gewelsberg auch gehört mit 0,5 und du schreist wie ein Rohrsprecht, hört sich das an. Und das ist sehr durcheinander hier. Also hier sind kreuz und quer die Modulation, noch der X noch dazwischen. Das ist alles noch drunter und drüber. Rüdiger, 73 zu dir zur Worte. Jo, und viel Spaß am Campingplatz. Jawohl, so, wer hat gegrüßt? Hermann, warst du das? Nein, das war der Hermann. Ja. Hallo, Michael. Micha und Berg heute mit den Jungs? Hörst du das nicht? Siehst du das nicht? Ach so, nö. Nee. Ich bin von zu Hause. Ja, ja. Ich bin oben auf dem Berg, Micha. Mhm. Das ist gut. Ja, habe ich schon mitgekriegt. Da einmal auf Strohmeter, dann auf Strohmeter und dann auf Elfmeter. Nee, sogar auf Kurzwelle. Da auch? Ja. Verdammt, ey, hört ja überall. Aber Micha, mach weiter. Ich bin im Hintergrund. Ich bin hier noch was mit dem Rechner am machen. Du kannst jetzt eine Stulle Brot immer im Hals hängen. Ja, mach fertig das. Tschüss, tschüss. Der Wellenreiter, komm. Geil, wo die Technik hingeht, ja? Die heißt Indie-Technik, ja, so ist das halt. Piep, 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 ja, hat man gehört. Aber geht. Ja, aber schneidet ganz ordentlich, aber ist ganz kräftig hier runter. Ja, eine Mantelwellensperre ist vielleicht eine Idee, aber das ist wahrscheinlich alles schon möglich ausprobiert haben, was? Oder was gemacht? Hier so ein FC240, was denn? 61, 41 oder 43? Ja, ich kenne das mit 4, aber das ist nur mit Koax-Kabel dann, ne? Das ist jetzt nur mit Draht.
richtig kurz. Macht halt hier rechts und dann einmal diagonal rüber und dann wieder hier. Na ja, gut. Danke, ihr werdet schon irgendwas ausprobiert haben. Das wird schon so sein, so richtig sein. Ja, macht die Elektronik halt. Ne? Ich habe mal so ein Datenblatt gesehen von Mercedes, glaube ich. Die haben angegeben, nicht mehr Sendeleistung, ich weiß gar nicht, auf welchem Frequenzbereich, nicht mehr wie 5 Watt oder so stand dann da. Ja, aber für den Kofferraumdeckel reicht es. Also die Sicherung merken und dann rausziehen, Feierabend, und wenn ich weg war, wieder reinstecken. Also das ist von der Modulation BBC Quality, Local Station, Schubkarre voll Sterne und das war in den Spitzen über stellenweise 10 dB plus 9. Das ist Gebelsberg, Wetter in der Ruhr, das ist ziemlich nah an Hagen. Das ist richtig, ich bin mit 500 Milliwatt noch unterwegs und so einen halben kW wahrscheinlich. Roger, Roger. Die X ist gehört und ich glaube, die Michaela da in den Wäsel hat gestimmt. Genau, Michaela auch mal am Tisch hier. Guck mal, dass hier ruhig wird. Ja, die schmeckt mal mit, ne? Zusammen. Ja, die X bitte. Oh, die suchen die auch noch einen raus. Und hier ist wieder einmal raus, genau, Kanal 3, bitte. Alles drüber und drunter. Reti oder Retrin oder so, habe ich nicht gekriegt. Kaum zu verstehen, wenn alle drüber modulieren. Ja, das Signal war gut, S7, aber wie gesagt, wenn alle kreuz und quer reden, geht das nicht. Mario, Recklinghausen, Süd, ja grüß dich da. Michael, hier hat es gerade schon gesagt. Diverse andere Stationen hier, ich habe keinen Zettel, ich schreibe das nicht mit. Wer also gerne mal möchte, der Mario in Recklinghausen, Süd, der meldet sich gerade zu Wort, jawohl. Ja, wie gesagt, Signal war 7 und die Modulation ist klar und deutlich, aber wenn alle drüber modulieren, wird es halt schwer, ne? Delta Lima 04 Olpe, ja, habe ich mitgekriegt. Delta Lima 04 Olpe, kannst du mich hören? Das klingt eigentlich wie eine Tonbandaufnahme, würde ich sagen, weil das letzte Wochenende genau das gleiche war. Ja, mobil habe ich noch mitgekriegt und dann war da Olpe dazwischen. Die Mobilstation, komm nochmal. Ja, grüß dich kurz auf jeden Fall. Ja, bist du hören, Santiago 3 und ein bisschen Geschrabbel ist dazwischen, aber schöne Grüße nach Kempten runter zum Niederrhein. Ja, der Vorname hier ist Michael und Standort ist hier Gebelsberg. Das ist hier bei Hagen in der Nähe, also wir sind ein paar Kilometer nur entfernt. So sieht's aus, Fritz. Ja, den Job möchte ich haben, Leute. Ja, ihr habt schon gemerkt, so.
Ja, war letztens glaube ich nicht anders. Da war es auch irgendwie auf Kohle lustig. Ja, schöne Sache auf jeden Fall. Ja, aber ich habe nicht die Mütze auf oder so. Das, aber ich schreibe mir das hier heute alles nicht auf oder so. Der sich meldet, den antworte ich und dann war es das auch schon. Wenn einer irgendwie möchte oder so, sollen sie sich selbst da reinmelden. Weil ich heute nicht genau weiß, wie lange ich hier machen kann. Und hier ist noch jede Menge DX-Müll, der Ben war hier aus dem Sauerland, die Maris war hier, da sind schon so ein paar Stationen gewesen, einige waren auch schon hier oben auf dem Berg irgendwo, der Hermann zum Beispiel steht irgendwo hier auf dem Berg, ja, und wie gesagt, ich merke mir nicht alle Namen, aber ich habe da nicht die Zeit jetzt zu, sonst würde ich das alles aufschreiben. Ja, kommt vielleicht noch, ist ja noch früh, ne? Aber Thermik in der Luft ist noch vom Feinsten, ich habe mal richtig DX-Müll hier drauf. Gucken, oder wir können mal gucken, ob die Michaela noch da ist. Die steht in Wesel. Das ist ja auch, glaube ich, die Richtung Niederrhein, oder? Bin mir jetzt gar nicht so sicher da, aber müsste, glaube ich, sein. Jetzt können wir mal gucken, ob die noch da ist. Michaela, willst du mal her? Nee, also ich fahre mal die B8. Dann komme ich erst Marxloh, dann Dienstlaken und dann weiß ich nicht mehr. Dann kommt, glaube ich, Wesel, glaube ich. Ne? Das ist da, glaube ich, Richtung Niederrhein. Ist das da, oder? Naja, okay, andere Seite. Musst du halt mit der Fähre da Orsau oder wie das heißt, übersetzen. Da kannst du auch runter schwimmen. Nee, ich ja. Da ist ja nicht Orsau oder wie das heißt, oder Orsau. Nee, wie heißt das denn? Naja, auf jeden Fall stehst du wahrscheinlich ein ganzes Stück näher ran als ich. Aber eben möchte er nicht mehr, ist er nicht mehr da. Du, ja, man war nicht so frech. Morgen muss ich in deiner Richtung vorbei. Ich würde einen Bordstein hochklappen. Hier, der Christoph. Hier bei Orsau will er über das Pferd schwimmen. Auf 15, ne? Schön, schön. Weiß ich nicht. Vom Funk her kenne ich ihn von der Stimme, aber ist wohl namentlich Handy umfassen. Ich müsste raten, Günther oder so irgendwie. Oder so. Irgendwie so in der Richtung. Günther, Günther, ja, ja. Der pfeffert sich hier gerade zur Seite. SDR habe ich noch mitgekriegt und dann war es weg. SDR. Gibt hier wohl welche in der Region?
Da habe ich mal drauf gehört, da hörst du nichts. Die stehen wahrscheinlich irgendwo Gelsenkirchen, irgendwo unten in der Schuhsohle oder so, keine Ahnung. Was ich immer mache, ist Wasserkuppe oder Fütterberg ist das, glaube ich, ne? Fütterberg. Kannst du googeln, ne? SDR, Web-SDR-Server, Fütterberg. Oder du gibst ein Web-SDR, was ist das, was? Ja, ich habe ja vergessen, ne? Wasserkuppe. Genau. Es gibt zwei Web-SDR-Server, die hier NRW-technisch ganz gut eingreifen, aber da kannst du eine Menge drauf hören. Ja, du musst da deinen PC ein bisschen im Griff haben, weil das ist halt Web-SDR, ne? Das heißt, der Browser muss den Ton machen, ja, irgendwie, weil du hast da keine Software im Grunde genommen. Also ist der Browser, den du benutzt, Firefox oder ähnliches, und der muss irgendwie entweder Java oder HTML5.katam und da muss eigentlich schon aktiv sein. Man sollte das eigentlich rauschen über den Kopfhörer oder über den Lautsprecher. Ja. Das Besondere am SDR, am Web-SDR oder am SDR? Das ist ein kleiner Stick, den man mit dem Internet verbinden kann, dass andere Leute Freude haben, wenn sie sich auf den Web-SDR einloggen, was von der Welt dann hören können. Ich weiß nicht, du reagierst da wahrscheinlich bei dem Wort SDR extrem empfindlich oder was. Wenn du da so wie so manche andere in der Talsohle stehst und einfach gar nichts hörst, dann ist Web-SDR was ganz Faszinierendes. Daran kann man erkennen, dass du da gar nicht richtig zugehört hast. Der Web-SDR-Server ist ja was anderes wie SDR. Web-SDR sagt das Wort schon, Web ist für World Wide Web, ne, also Internet. Das heißt, dieser SDR, der steht ja vielleicht gar nicht unten an der Talsohle, sondern so wie auf dem Fütterberg, sehr weit oben, vielleicht auch mit einer guten Antenne. Und der hört eine Menge. Ich hab gar keinen Bock mit dem zu quatschen, was willst du? Ja, da bist du aber dann in der falschen Runde, weil ich habe mich mit dem Christoph über Web-SDR unterhalten. Wir sind gerade bei Web-SDR dran. Eine Runde wird hier im CB beschrieben für eine Kombination zwischen zwei oder mehreren Stationen. Ich muss hier Funke beibringen, ich denke, du bist weit genug. Ja, für dein blödes Quatschen mit Web-SDR, SDR. Ich hab doch gerade darauf hingedeutet, dass es einen Unterschied gibt zwischen SDR und Web-SDR. Du bist doch gar nicht drauf eingegangen. Du hast dich direkt auf die Schiene eingefahren, SDR. Mich interessiert SDR gar nicht. Der Christoph wollte Web-SDR wissen. Und dann muss ich dir doch nicht jetzt erklären, was das ist und wie der Unterschied ist. Du kennst doch selbst aus in der Technik. Nee. Wir sind da. Ja, mach das mal. Wie gesagt, Google und dann gibt es da ein Web-SDR und dann Wasserkuppe, da hörst du verdammt Arsch viel drauf, aber vor allen Dingen auch andere Bundesländer. Einen großen Teil von NRW kannst du auch da hören. Und du könntest auch Twente eingeben, also Twente würde auch gehen da, der steht ja in Holland. Der hat auch einen recht guten Einzugsbereich, der hört da auch verdammt viel. Jo, jo. Ja, das habe ich extra gemacht, damit ihr mal aufhört mit der Streiter, weil ich das bescheuert finde in der NRW-Runde. Ich glaube, dass ich das kann nicht sagen, wenn ihr einen Zugsatz habt, dass ihr immer mit SDR. Ja, das ist doch krank.
genauso sehe ich das auch. So, grüßt euch aber hier vom Batavian Leipzig, ja, aus Sattel. Von der größten Kanalkreuzung Europas. Heute liegen am Autobahnkreuz. Ich bin seit nie am Autobahnkreuz. Doch, in Staunen. Das ist ein Autobahndreieck. Nö, ich bin am Kippweg, was da mein Wohnwagen. Ja, hab ich mir schon fast gedacht. Und war mir lecker? Ja klar, ich mach schon den Grill an, hinein damit und gut ist. Ja, ja, ist klar. Nicht zu verhören. Ja, aber die Streiterei war jetzt ein bisschen dämlich gerade, ne? Hey, Batavia, was war denn da dämlich? Ich bin mit dem Christoph ganz normal unterhalten, er hat mir eine Frage gestellt. Ich habe ihm anständige Antwort gegeben. Und unqualifizierte Fragereien, was ist denn auf einmal an SCR so toll? Frag mich einen Fachmann, einer, der in der Technik richtig drinsteckt. Ja, und sprengt das Gespräch, was ich mit dem Christoph gerade kurz hatte. Die Frage konnte ich ja gar nicht beantworten, ich musste ja direkt antworten. So, das hat mich auf die Palme gebracht, weil ich so unqualifizierte dumme Sprüche von erwachsenen Leuten nicht haben kann. Ja, und da habe ich ganz gut getan, ganz einfach. Bin ich beleidigt geworden? Ich meinte dich auch nicht, ne? Ich meinte die Sprüche, die da kamen, fand ich nicht anders. Du hast ihm das vorher erklärt, das war ja in Ordnung, ich fand das richtig. Dass du es ihm erklärt hast, auch dass da so dumme Sprüche kamen, das fand ich nicht gut. Gut, dann haben wir das ja jetzt auch geklärt, wir können weitermachen. Ich glaube, der hat einen verkehrten Empfänger. Ja, ich höre noch was, ich kann dich hören. War angerauscht, ja, mit jetzt habe ich nicht mehr geguckt. Aber mit Radio 3 bis 4, ich kann dich hören. Ja, eine F5 kann ich dir geben, habe ich jetzt geguckt, wo ist dein Standort? Da habe ich vorhin nicht verstanden. Verkehrende Empfänger. Verstanden, aber dann haben drei Stationen wieder drüber gesprochen. Wo in Münster oder in welcher Richtung Münster habe ich jetzt nicht ganz mitgekriegt. Vorname kann, ist glaube ich auch nicht so richtig durch. Da irgendwie war das alles ein bisschen drunter und drüber. Ja, aber von Münster aus war das eine S2 und die Modulation ist wie gesagt ein bisschen neben, ein bisschen dunkel im Ton. Vielleicht muss die Kiste warm werden, ich weiß es nicht, aber ansonsten geht es einwandfrei. Ja, Standort ist hier Gebelsberg. Gebelsberg, Gewitter an der Ruhr, knapp neben Hagen.
kein Problem, gern gemacht. Schöne Grüße nach Münster runter und dann ciao, ciao, vielleicht hört man sich anders nochmal wieder. So, wer war da noch? Ja, die Vorex, bitte. Dann geht das schon mal ganz gut, das höre ich gerne, ja. Santiago 7 und die Modulation ist einmal zwei in Ordnung, da gibt es nichts zu meckern. Ich bin drüber geschossen, ich weiß nicht, Oliver, wie man hört, ist wahrscheinlich dein Name oder so. Ja, wie auch immer justieren du magst oder willst oder machen tun möchtest, das klingt schon ganz gut jetzt, wie es ist. Also, wenn du dann noch was verbessern willst, am Messplatz wahrscheinlich, aber so für den Normalgebrauch ist das schon ganz in Ordnung. Ja, das war alles richtig. So wollte es ja auch sein. Wenn man da nochmal zwei Stück findet oder so, warum soll man nicht nochmal nach dem Hobby greifen? Na, warum nicht? Ich will ja aber erstmal den Bernd grüßen, weil ich habe ihn quasi schon ein paar Mal gerufen oder wenn ich einmal gegrüßt habe. Ich grüße ihn mal, während wir beide uns noch unterhalten, grüße ich den Bernd auch auf jeden Fall. Das schaut er mir nachher wieder ab und weg. Katholischen Nerven nicht vertragen. Ja, ich finde, die Einstellung ist gesund. Ja, das ist schon. Eigene, ja, hast du nicht gesehen. Ja, stimmt. Da sollte man mehr von haben, da ja. Manche Tage, da brauchst du auf jeden Fall. Aber nicht nur das Lied hat. Ja, oder musst du einen langen Hieb aus der Galama-Pule nehmen? Ich muss morgen leider weg, also ich finde, ich kann meine Kopfkratzen so 1,50 Meter von der Schädel weg, das ist mir. Nee, da hast schon recht, das tut die Not, ne? Ja. So, wer ruft dann nach der NRW-Runde? Alexandra, das war das, wo ich mal Alexandra gesagt habe, weil meine bessere Hälfte so heißt, oje, oje. Arnstedt, ja. Hat man den Ben gerade schon, jetzt bist du da. Klappt aber genauso gut wie vom Ben S7 und laut und deutlich. Du Sprachfehler, das heißt Arnberg. Wenn der Bernd schon lieber über den Roman anstatt mir mal zu antworten, dass Arnsberg, Mann, ist doch scheißegal, jetzt hat nicht Holland gesagt, oder? Mann, das kann aber teuer werden. Ich kann auch HEMA empfangen, ja, das geht. Santiago 2, Radio 5. Ja, ich höre dich mit Santiago 2 und Radio 5. In Gebelsberg, ja. So, und du warst auf HEMA, ja?
Ja, wunderbar. Gut. Wenn dir das reicht mit der Santiago 2, dann war es ein einfaches für mich. Wunderbar. Jo, ist ja egal. Wenn die Verbindung steht, steht da. Ne? Egal, ob Bumerang oder 5-8, das geht. Jawohl. Hauptsache Darlinghofen kommt nicht. Der Alarmschalter. Kackt dann wieder rum. Hau bloß ab. Genau, kurz hinter der Mülltonne. Naja, schon klar. Ich nehme das nicht so. Meinst du das nicht so jetzt ernster, dass das jetzt für mich ist? Aber okay, siehst du, mit beiden Viertelwellen schmaler klappt das auch, wenn die eine am Dach steht und die andere eben halt unterkünftig irgendwo, keine Ahnung, unter Dach oder irgendwo auf dem Hof oder was weiß ich. Geht auf jeden Fall. So, wer ruft Michael so gelangweilt? Ich höre alle. Zwar nicht immer, aber öfters. Ja, ich grüße dich auch. Ja, das stimmt im Übrigen. Das, was ich nicht hören will, höre ich nicht. Genau. Nein, nein, es klappt aber. Es war schwach, 0,5 und sehr leise mit dem Hintergrundgeräusch so fast nicht zu verstehen, aber es geht. Ist so, ich kann nicht mehr machen. Ich könnte einen Empfangsverstärker dran machen, aber es wird nicht besser werden. Hier steht anders oder die Antenne steht anders? Ja, ist okay, aber es klappt. Wo steht ihr? Aha, ja, das ist natürlich wahrscheinlich die schlechte Seite von Ratingen dann. Die reden da drüber. Ich krieg nicht immer jedes Mal mit, wenn du loslässt. Ikea-Schild sehen von Wuppertal. Bernd, was siehst du denn so, wenn du auf dem Fenster guckst? Ich will die Straße rauf und runter fahren. Ja. Ja, dann bitte. Ja, hallo Thomas, ganz, ganz leise da, das ist fast gar nicht QSO-fähig da. Thomas, ich grüße dich, wo bin ich denn oder wo bist du denn da? Wo stehst du denn, Michael Ecke? Ne, muss einer übersetzen, der ihn hören kann. Bei mir mit Hintergrund QSO kommt er nicht durch. Hier gibt es bestimmt eine andere Station, die ihn gehört haben oder besser hören. Bei mir 0,5 und mit Hintergrund QSO nicht aufnehmbar. In Warendorf, aha, okay, naja gut. Ja, schöne Grüße nach Warendorf und ja, dann übernimm mal da, dann mach du mal weiter.
Ja, bitte. Die Projekt, bitte. Ja, danke schön. So, wir können mal aufstellen, wir haben das neue Ziel, schön, wie es ist. Sollten wir mal vernünftig sein, wenn das der Ruf dann wird, ne? Und ja, niemand der da bei der Zentrale ist, der Kirche ist dort Nordpol. Wir haben bei der Durchfahrt an der Tankstelle, die haben uns immer umbauen lassen, also wir stehen jetzt in der Nordpol, hier hinter der Tür in dem Bereich und da wie gesagt, mit einer Anton 99 hier und die da vorne stehen, die Akkarte Pyramide, das vor der Firma gezeigt, wenn ich mich genau aussehen, die haben mich so wohl an. Von dieser SCN-Nummer oder SCA-Nummer oder was da rein, das hat die Nummer, das ist ein Scheiß, das ist nicht am Ruf, ne? Das zeigt er ja auch nicht. Ja, ich wollte mich wie gesagt kurz reinmelden. Einmal unten die Antenne grüßen, Daumen hoch und so was ernst gemeint ist in deine Richtung, dass du dann im ersten Bereich dann alles ein bisschen auf bekommen kannst, wenn ich dich kann. Ja, und dann wird den Arsch spielen. Ansonsten hast du mir nichts von Kasten Bier und einer Flasche Schnaps und so auf dem Altier für dein Theater machen gehen. Ne? Das ist doch ein Sport, der auch so groß ist. Und ich bin jetzt hier auch hier auf dem Weg, um öffentlich wieder zu erzählen. In diesem Sinne, ordnungsgemäß und sinnvoll sind wir über Berichte eingewendet in die NRW-Runde, angepasst an die Durchgänge der NRW-Runde und wir sind hier auch im Öffentlich am Höhe und das ist das. Ja, das nenne ich doch vormöglich. Alles richtig gemacht, Daniel. Aber ich würde da wohl gerne mitmachen, wenn ich da mitmischen könnte, aber ich bin von Gehweg so weit weg am Essen. Da steckt ihr da hinten alle mehr aneinander. Ich habe mal eben, bevor der Ablauf, noch eine Frage, weil ich ihn schon lange nicht mehr gehört habe. Was macht der Willi Wacker, aber Willi Weber oder wie er sich hier stimmt? Der ist schon lange tot. Ja, das habe ich jetzt auch praktisch. Ja, ich habe irgendwie sowieso ein Talent. Ich höre die dann nicht und dann stelle ich die dämliche Frage und tritt dann in das Fettnäpfchen rein. Da. Ja, gut, weiß ich Bescheid. Alles klar, danke für die Info. Und ja, wie gesagt, dann auf 40 gleich viel Spaß. Die Pia hier, Schweinebacke. Aber keine Opas fahren. Jeder nur ein Kreuzer. Alles klar. Tschüss. Pure Jägermeister hilft. Aber in dem Sinne, ich hatte das schon wieder in den Urin. Ich hätte mir die Frage eigentlich mehr selbst stellen können. Oder beantworten können. Weil, nein, das. Jetzt in der letzten Zeit der Rolf, dann der. Ich habe den Namen schon vergessen, das ist der peinlich. Der aus Annen. Ein bisschen der nochmal, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, letztes doch am Arsch. Dann jetzt der Willi, boah. Der nächste ist wahrscheinlich dann ein Schiff, ne, ist auch mal drin. Der Willi Wacker da, der ist am, glaube ich, 10. Dezember ist der gestorben. Und aus Anders war Werner. Werner, genau, mein Gott, ja. Ja, ich hatte da einen regen Kontakt da mit dem Willi. Ja, das hat mich auch irgendwie so, wir haben oft telefoniert, weißt du? Mann. Ja, dann ist es halt so. Die Mönchschluss, ich hab mal zu einem gesagt, der so ein richtiger Krawallbruder war, der kam aus Homberg, bis vor Homberg. Das war so ein, der hat so das Provozieren und ja, das war so ein Spiel für ihn, ne? Der hat da auf allen Land gemacht, irgendwie hat jeder irgendwann mal die Hutschnur verloren und hat den versucht, Kasala zu bieten. Und der war in dem Spiel, war der so top. Der war bekannt bei der Staatsanwaltschaft, der hat so viele Gerichtsverhandlungen gehabt, der wahrscheinlich seinen eigenen Terminkalender da oben im Gericht hatte. Und der hat auch irgendwann, da hatte ich das dumme Glück, dass ich zu einer Freundin gezogen bin, die 500 Meter von dem Penner weggewohnt hat. Und ich oben dicken Hochhaus mit einer schönen
schön 5 Achtel oben auf dem Dach und er unten sein Zechenhäuschen, ja, mit einer Etage, Dachstuhl, und dann kam er natürlich nicht so gut raus und war immer sauer, weil ich alles weggeschäppert habe. Und dann hat er irgendwann mal nicht gekriegt und hat mir so einen tollen Koffer geschossen. Und ich hab gesagt, ey, ich hab gesagt, das ist keine Frage. Ich bin auf die Schiene genauso abgegangen. Und dann hab ich nur noch gedacht, Dieter, ist scheißegal, was passiert. Ich sag, ey, wie, egal wie lange du dein Scheißspiel machst, wenn du abnippelst, hab ich noch 25 Jahre vor mir und die genieße ich. Ja, und so kam es dann auch. Ja, geht man mal schneller wie der Ding, so. Ruckzuck, der Arsch unten. Ja, das war mit dem also verschmerzbar. Boah, ein Typ, der hat gewusst, wie er die Leute an der Eier kriegt. Der wusste von jedem alles. Der wusste immer irgendwie. Ich war dann mal mit einer Clique unterwegs, haben in der Tankstelle gesessen und haben über alles gequatscht. Ich denke, wer ist das da eigentlich? Den kriegst du gar nicht. Der hat noch nie dabei gesehen. Und der hat so richtig so die Ohren gespitzt und so. Und dann und kommt die blöde Frage, sag mal, wer bist du denn eigentlich? Ja, bin der Dieter, wo kommt ihr? Ich bin alles klar, Mann. Ich gehe jetzt hier. Fieber-Expert, habe ich auch schon erlebt. Die kennen alles, wissen alles, tun alles. Und dann wieder zu Hause schön alles da, wie so ein Puzzle zusammengelegt. Und dann geht er los. Sag ich dir doch. Was hast du da im Hintergrund am Laufen? Was ist das da? Das hört sich komisch an, wie so ein Kompressor oder was? Fernsehen irgendwas da. Jeder guckt Fernsehen nicht. Nö. Ich bin nicht so der Fernsehfreddy, das läuft hin, irgendein Scheiß. Na ja, das ist ja wirklich in meinem Kottern, das ist ganz, ganz, ganz nass. Ja, ist egal, auf jeden Fall laut. Ja, das hier, das Kennhut, das ist ziemlich hellhörig. Ja, ist egal, ich weiß es, ey. Die Stimme ist immer noch da. Ja, du siehst am Sammeln, da weiß ich nicht, was da ist, hier ist ein Film, da ist das Scheiß. Oh, cool. Patrick? Die Batterien leer. Ich glaube, ich würde mir auch die Kugel geben, wenn ich in Essen wohnen würde. Ja, da ist immer Stimmung im Saal, oder? Ja. Das war vorhin vom Daniel so alles so ein bisschen Satire, aber da ist so was Wahres dran. Wenn die Gelehrten sich da über 40 unterhalten, oder? Das ist legendär. Der Uwe, der berichtet da ja schon manchmal so an Stimmung erst. Mein lieber Kokoschnitz, wenn ich da immer hängen bleibe mit dem Scanner oder so und dann. Oh, da ist einer besser wie der andere und. Schöne Runden haben. Schöne Runden. Da ist was Wahres dran. Wenn du den zuhörst, dann stehst du immer kurz vor der Geilung, aber. Ja, die haben eine super Relation, aber der ist nicht gemacht. Da haben die eine Rattenmühle, wo die Schaukelbeine geschnitten und auch bei den Seeratern. Die haben aber nicht wieder Kommunikation gekriegt. Ich war den Abend live dabei mit den einen da, mit dem Schnapskopf da. Ja, Daniel, du warst 500.000%ig im Recht. Alles voll in Ordnung. Gibt's gar nicht sprechen. Das finde ich schön, dass es noch den anderen gibt, der irgendwie noch genau der Anzug ist. Ich habe schon irgendwie gesagt, dass ich die Bauwerke mal irgendwie an der Universität, die Rückkehr der Regierungsbehörde, weil ich nicht an die Zweifel an der offenen Richterbewegung.
alles klar, vollkommen in Ordnung und ich hätte das wahrscheinlich schon länger da mal reagiert oder so. Ich meine, gut, was willst du von deinem da verlangen? Da die Birne doof gesoffen, Ende aus, Mickey Maus. Aber Daumen hoch in allen Richtungen. Weiter drüber sprechen, alles okay und fertig. Mach gut, schönen Abend noch und Scheiß drauf. Daniel, hau rein und lass es dir schmecken. So, ja, so ist das halt. Ja, wir haben halt ein Spiel, ne? Der gar nicht mitkirchen kann, der fliegt raus. Ne? Der steht hinten an. Ist das war damals mit dem Dieter da, auch bei diesem Vampir von der Familie wahrscheinlich. So, mal kurze Frage allgemein, wie sieht's denn aus, NRW-Runde technisch? Möchte noch jemand hier einfach mal anrufen oder so? Ja, die QRX ist gehört, bitte. Ja, mein Gruß ist Dirk, ich habe dein QTH nicht verstanden. Ich bin also geografisch der totale Trottel. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, weil ich gar nicht die Ecke kenne und auch nicht weiß. Da müsstest du mir echt noch meinen zweiten Durchgang durchbringen. Ja, Santiago 3 und die Modulation ist klar und deutlich, sind aber viele Stationen noch im Hintergrund. Es geht manchmal ein bisschen so ein Satz oder ein Wort verloren da halt, ne? Aber es war ganz in Ordnung jetzt. Am Winkeln Westfalen, ne, das kann ja nicht sein. Westfalen habe ich verstanden. Hamm, jetzt habe ich auch schon. Ja, das macht mir auch schon wieder was. Alles klar, Hamm in Westfalen, ja. Alles klar. Gut, ist ja wirklich ein bisschen thermik hier hinten. Wir haben auch noch eine Hintergrundrunde, die dann auch noch ordentlich mitmischt und dann ist das ja auch ein bisschen Trouble auf meiner Antenne. Ja. Was wollte ich denn noch gesagt haben, Dirk? Das vergessen. Achso, ja, vorne haben wir Michael hier und Standort ist Gegelsberg, ne? Ja, siehst du wohl, kann aber gut gehen. Ja, gut klappen, naja, gut. Ja, ich weiß nicht, ich habe nicht die rote Kappe auf. Wenn einer noch den Weg hört, dann bitte. Rauschen, geht er weg. Also beim Bernd kommst du nicht an, der steht im Witten und da geht es im Rauschen leicht unter. Ja, sag ich ja, Witten ist das. Das ist das, vom Zentrum ist das ungefähr 10 Kilometer, ne, 5 Kilometer Luftlinie. Bist du, ja, jetzt. Bist du draußen irgendwie am Berg oder von zu Hause, über 50 oder wie machst du das?
Okay, ja, spielt auf jeden Fall gut. Also Klang ist in Ordnung und da ist auch alles gerade, so wie es sein soll. Ne? Funktioniert. Ja, schön. Gut, gut. Ja, das schon. Sieht man gut aus, wenn der Himmel so brennt. Rekord, Rekord. Ja, dann nehme ich mal die Rekord da rein, bitte. Ja, schön gemacht. Das ist gut los. Von Michael aus, bitte. Ja, hat es gut los. Ja, hier ist die Simulation, die Solar Beton, die aus dem Bett. Warum nicht? Mach doch gleich ganz schön. Schöne Simulation. Ja, das Original. Ja, die ist ja mal wieder natürlich, der hier ist auch nicht der mit Kopfpilot. Der Co-Pilot. Ja, hallo Co-Pilot, hallo Michael. Ja, heute ist die Michael-Runde, glaube ich. Ich habe schon drei Michaels gehabt. Ich gehe wahrscheinlich jetzt sogar den vierten und dann mit Michael aber auch schon da. Heute ist irgendwie der M-Tag oder so, ich weiß es nicht. Ja, dein Signal ist ein ganz Stückchen besser als von Dirk. Dirk hat 3 in der Spitze bei mir und du machst ja fast 5,5, fast 6 sogar. Ja, ich sag dir, das alte Wetter spielt gar nicht mit. Und der Wetter geht sogar, wenn er mal guckt, dass ich jetzt mal weiter mit dem Sommer so ein bisschen zu hat. So, jetzt bin ich mit Kompressor, jetzt weiß ich nicht normalerweise, wie das so ein bisschen, ne? Moment, Funke, wenn ich nicht so bereit, dass du da reinpasst. Ich soll da wie alle Kompressor. Oder wie heißt der? Trecker? Ich hab keine Ahnung. Bernd, deine Kiste ist gerade abgewandert. Ist am VPO gekommen? Eigentlich nicht. Nee. Ich bin gerade eine Chance, die Rettner noch aufzumachen. Gar nicht. Irgendwie? Nee, ich bin natürlich nicht dumm Hund. Der Michael ist ein bisschen im Ton daneben. Und da habe ich versucht nachzubringen, habe einfach stehen gelassen, den VfO-Knopf, beziehungsweise den Flyer-Fire. Alles gut, war mein Fehler. Ja, ist alles okay, Micha, aber ich bin immer gleich, ich zuck gleich hoch, weißt du? Also die Frau ist eigentlich immer ich habe gerade gemerkt, du hast, also die Stimme ist so, ist alles gut da hinten, Michael. Ich habe gedacht, du wärst im Ton zu dunkel, aber das ist nicht so, das ist alles gut. Und dann habe ich den Clarifier aber, ich glaube, auf 50 Hertz daneben liegen lassen und als Bernd sich eingemeldet hat, jetzt gerade, der hat gesagt, ihr habt ja da hinten alle einen Kompressor, da hinten im Sauerland, da irgendwie so sagt er, glaube ich. Und dann war auch einmal Mickey Mouse bei mir, da habe ich gedacht, das war der Nächste, was hat der Bernd denn da gemacht, aber das war mein Clarifier. Ja, das ist normalerweise habe ich keine Kiste, die ich jetzt sehe. Wenn ich mal in Deutschland wäre, die Pause ist bei mir, Fehler sucht noch an dem Kanal, dass die erstmal warm wird. Die muss ich jetzt einstellen, ja, aber die Pause ist nur, weil ich die abgelöst habe. Ja, warum nicht da, ne? Muss ja nicht auch rangiert werden, nur weil sie alt ist oder was. So, an alle angeschlossenen Funkhäuser, ich bedanke mich für die mich gehört haben und die mich hören wollten und schön, wenn ich den kleinen Popar, den ich da heute hatte, aber das ging mir gerade ein bisschen zu nah, also das kann ich auch nicht mehr an mir halten, ne? Und ich bin raus. Ich sag mal 73 rund um die Antenne. Ich lasse den Kanal wieder frei. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Bernd, 73, wir haben uns das 2 Meter nochmal. Und ich bin erstmal wieder WEG. Alles klar, Micha. Man hört sich. Weißt ja, wo ich immer rumspringe.